Die Biene hat für uns Menschen einen hohen ökologischen Wert. Kaum einer weiß, dass jeder dritte Bissen unserer Nahrung auf die Bestäubungsleistung von Insekten zurückzuführen ist. Die Interessensgemeinschaft Linzer Biene setzt sich seit 4 Jahren für die Erhaltung und Unterstützung von Stadtbienen ein und vermittelt ihr Wissen über das sogenannte Urban Beekeeping. Zunächst vermitteln wir bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in Gruppen, indem wir zu den Standorten gehen, wie beispielsweise hier am Neuen Rathaus, und führen sie in die Arbeit der Imkerei ein. Und wer Interesse hat, bekommt von uns die Empfehlung, beim Landesimkerverband oder bei der Volkshochschule einen entsprechenden Kurs zu besuchen. Und nach diesem halben Jahr kann man sich durchaus ein Volk zutrauen. Interessierte können entsprechende Kurse beim Landesimkerverband sowie in der Volkshochschule besuchen. Im April 2013 zogen die ersten Bienenvölker in den Bienenstock auf der Terrasse des neuen Linzer Rathauses ein. Die Linzer Umweltstadträtin ist Schirmherrin des Projekts der ersten Linzer Rathausbienen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir die Rathausbienen haben. Das war tatsächlich noch zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht so populär war, die Bienen im öffentlichen Raum. Dass ich die Möglichkeit habe, das zu unterstützen, finde ich natürlich großartig, weil die Bienen auch in unserem städtischen Ökosystem eine ganz wichtige Rolle spielen. Der aktuelle Trend in der Stadt geht vor allem in Richtung Jungimkern. Es lohnt sich, mindestens 15 Jahre alt zu sein, weil zum Teil diese Holzbeuten bis zu 25, 30 Kilogramm schwer sind, die einzelnen Teile. Es ist auch körperliche Arbeit, also das sollte man voraussetzen. Ursprünglich wurde die Imkerei im ländlichen Bereich betrieben. Mittlerweile ist klar, dass sich Stadt und Bienen nicht ausschließen. Ja, im Gegenteil, mittlerweile geht es den Bienen wirklich in der Stadt schon besser als auf dem Land. Das hat es damit zu tun, dass da oft Monokulturen sind, wo die Bienen nur kurze Zeit Futter oder Nahrung finden oder Spritzmittel im verstärkten Einsatz sind in der Landwirtschaft, und das schwächt die Bienen am Land sehr. In der Stadt ist da viel mehr Vielfalt, und es kann auch jede und jeder von uns da einen Beitrag leisten, indem wir uns selbst was Gutes tun und gleichzeitig den Bienen. Also man kann aufs Fensterbankerl statt irgendwelchen Blumen einfach Küchenkräuter setzen und die blühen lassen, das sind richtige Bienenmagneten. Kann man selbst dann zum Kochen verwenden und auch den Bienen zur Verfügung stellen. Im August bescheren die Bienen den Imkerinnen wieder den ausgezeichneten Linzer Rathaushonig.